Hallo und herzlich willkommen. Starten wir doch einfach mit der S7 mit dieses Video. Hallo, ich bin's. Grüße aus Charlottenburg. Kurz um, direkt rein. Ja? Der Titel hat schon gesagt, ich habe eine Ankündigung zu machen. Es wird Zeit, oh, jetzt fährt hier aus, RB23 zum Flughafen BER. Eine schöne Hamsterbacke. Ja. Kann man sich geben, muss man aber nicht. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Ich bin jetzt hier auch heute also unterwegs als euer digitaler Busfahrer. Ja. Und das passt auch zur Ansage, die ich zu machen habe. Und zwar gibt es einige Veränderungen. Ihr seht mich jetzt, ihr hört mich jetzt. Das wird öfter passieren. Und zwar, mein Equipment ist jetzt geupgradet. Bedeutet, die sonntäglichen Videos werden sich jetzt verändern. Heißt, es wird jetzt in dem Sinne öfter, wenn nicht sogar immer, dazu kommen, dass ich zum einen dazu spreche, euch was erzähle und zum anderen aber auch das Ganze mit einer Cam unten rechts, so werde ich mir doch alles ausdenken, begleitet wird. Ja? Das wollte ich euch einmal als Ansage geben und zusätzlich jetzt die wichtige Ansage, wird es am 16.07., also kommenden Dienstag, um 20 Uhr einen Test-Livestream geben, wo ich das erste Mal einen richtigen Livestream auf meinem Kanal hier auf YouTube finanzierend starten werde, um das alles mal auszuprobieren. Ihr seid herzlich eingeladen. Der wird voraussichtlich, ich schätze mal, mindestens bis 22 Uhr gehen. Wir gucken uns das alles ein bisschen an. Und das ist auch eure Chance, mir Feedback zu geben, generell für meine Videos, was ihr so davon haltet, was ihr vielleicht an Verbesserungsmöglichkeiten seht, ob ihr Bock habt auf Kommentare unter den Videos, ob ihr mich überhaupt sehen wollt, ja, kann ich ja nicht wissen, so. Ich habe Bock drauf, ich will es machen, ich werde es ausprobieren mit euch zusammen. Ja, wir gehen in den Austausch und schauen einfach mal, was geht. Und vielleicht kann man dadurch die Videos ja auch aufbessern, vor allem, weil ich von euch viel gehört habe, dass ihr euch Erklärungen wünscht. Wie kann man das machen? Wie installiert man die Ansagen? Wie kriegt man den OMSI 2 richtig realistisch? Aber auch Train Simulator, jetzt hier stehen wir ja Berlin-Charlottenburg, fällt jetzt gerade keine S-Bahn ein, doch ganz da hinten, aber sieht man nicht wirklich. Ja, wie kriegt man das realistisch hin? Ja, wie kriegt man das so hin? Wie downloadet man sich die Stadtbahn da? Wie geht man mit den Add-ons alles um? Das könnte sich natürlich alles dann ergeben, dass ich das in meinen Videos auch erwähne, beziehungsweise wirklich auch Tutorials gebe. Wir haben jetzt mal eine S3, eine ganz alte S-Bahn. Ich werde mal spannender durch und hier kommt eine S5, denke ich mal. Ich fährt gleich nach Westkreuz. Das ist doch ein schönes Auto. Damit beenden wir dieses kurze Video auch schon wieder und ich wünsche euch damit einen wunderschönen Abend. Es ist jetzt aktuell, wer weiß, was es bei euch ist. Wunderschönen Tag, wunderschöne gute Nacht. Und in den nächsten Videos werdet ihr wahrscheinlich mich öfter sehen und hören. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst gerne ein Abo da, ein Like und falls ihr irgendwas dazu sagen habt, gerne auch einen Kommentar. Ich lese mir das alles durch und gebe euch Feedback. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Was sage ich immer? Und damit ist es Zeit, nach Hause zu fahren.